Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hard Gold Nuzlocke Challenge. Zuerst möchte ich mit euch gerne ein, zwei organisatorische Sachen durchsprechen, was ich unbedingt halt eben am Anfang ansprechen muss. Ihr wundert euch bestimmt, warum Elik nicht da ist. Das hat einen ganz guten Grund. Eigentlich hat es keinen guten Grund. Mir ist nämlich halt ein kleines Missgeschick passiert. Welches ich so benennen kann, dass, ja, ich vergessen habe, alle Folgen zu rendern und aus Versehen die rote Datei gelöscht habe. Das heißt, dass ein guter Teil jetzt einfach mal weg ist. Also, mit ein guter Teil meine ich, yeah, Moment bitte. Oh, ich krieg halt irgendwie Bauchweh. Das ist nicht so gut. Meine ich, dass ich jetzt schon zum Indigo-Plateau kann. Ah, genau, ihr habt quasi die Siegesstraße verpasst. Es tut mir so unglaublich leid. Eigentlich wirklich spannend war nur der Weg davor. Da waren ein paar Trainer. Die haben Elik und ich halt eben besiegt. Relativ. Ja, also es lief relativ gut. Also, wir haben niemanden verloren. In der Siegesstraße war bis auf Boris, also mein Rivale, kein einziger Trainer, was ziemlich nice war. Und sonst. War nichts großartig. Also man kann sehen, dass all meine Pokémon Level 50 sind. Die habe ich offscreen trainiert. Das hat ewig gedauert. Ihr wollt nicht wissen, wie lange das gedauert hat. Boah, das war so ätzend. Auf jeden Fall habe ich es geschafft. Und ich habe ein neues Pokémon gefangen. Nämlich das Ruten-Pokémon. Also das Ruten-Pokémon von der Siegesstraße. Ich glaube, da hatte ich keins. Da hatte ich einfach nur Pech, weil ich zwei Magiowatts hatte. Aber ich habe jetzt auch noch ein Ponyta, welches Sunset heißt. Angelehnt an Sunset Shimmer. Leider hat Sunset Shimmer nicht hingepasst. Ich sehe gerade, von mir ist es mutig, was glaube ich ziemlich scheiße ist. Aber egal, darum soll es jetzt nicht gehen. Denn es geht jetzt darum, dass wir die Top 4 beginnen. Okay, meine Pokémon scheinen alle relativ fit zu sein. Das ist schön. Schau mal kurz noch. Kann ich noch irgendein Item mitgeben? Der Bäre vielleicht. Ziemlich fit. Einige KP auf. Ich hab keine Ahnung. Nee, es ist dumm. Ja. Ich habe keine Ahnung, was mich erwarten wird. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt Sinn ergibt, was ich hier tue. Nein, ich will das ja, geben. Geben, Bitch, geben. Leo. So. Halt Vergiftung, halt Paralyse. Geben. Draco. So. Ich habe auch meine Pokémon neben den Leveln auch ein bisschen für den Attacken vorbereitet. Ich guck mal ganz kurz. Da könnt ihr mal kurz sehen, was alles anders ist. Flower Bomb hat jetzt Abklinge, Blättersturm und der Rest dürfte auf jeden Fall noch so sein wie vorher. Draco hat Erdkräfte, Power Punch, Giftspitzen und Blizzard. Ja, der wird sehr viel der Dienste hier leisten, wie es aussieht. Sind ja die Psychokinese, der Rest dürfte auch noch gleich sein. Charlie ist sowieso ein Dauerrenner. Und Fraggle hat, glaube ich, auch nichts dazu gelernt, großartig. Und ich weiß gar nicht, ob bei unserem Lieben. Ich überlege gerade, ich glaube, bei Leo kam auch nichts dazu. Ich überlege noch gerade, ob ich Leo Zertrümmerer verlernen lassen soll. So ein bisschen Vorbereitungszeug halt. Muss ich jetzt ernsthaft mal überlegen, ob ich noch irgendwie eine TM habe, die ich ihm besser beibringen sollte. Aber ich wüsste vielleicht sowas wie Eisenschweif oder so. Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher, ob das eine gute Idee wäre. Ich glaube, dass das ziemlich sinnlos ist. Ich weiß gerade gar nicht, auch gegen was Eis alles jetzt so gut ist. Vielleicht sowas wie Spukball oder so, was er das kann. Dann nicht. Oder Schaufler wäre eigentlich ganz nice, oder? Gucken wir mal ganz kurz. Ja. Könnt ihr ja nicht lernen. Na gut. Okay, ich jetzt hier ewig rumprobiere. Ich lasse es jetzt einfach so, nehme ich an. Gut, lassen wir das jetzt einfach mal so. Alles klar. Ich habe Angst. Aber ich würde sagen, wir fangen an. Ursprünglich wollte ich ja übrigens auch die Top 4 streamen.
Aber ich muss ehrlich sagen, dass die Qualität meiner Streams noch nicht ausreichend genug ist, dass ich da gewährleisten kann, dass ich das auch auf YouTube hochladen kann. Deswegen lasse ich das lieber und nehme es so privat auf. Okay, ich muss sagen, nicht lange rumfackeln, habe jetzt schon 5 Minuten so rumgequatscht und ja, los geht's. Direkt hinter diesem Eingang warten die Top 4 auf dich. Die sind unglaublich stark. Wenn du hier erstmal durchgehst, gibt es kein Zurück mehr. Bist du bereit? Nimm deinen Mut zusammen und wage den Sprung ins kalte Wasser. Okay. Das erste ist er, ich glaube Willi war's. Psycho-Pokémon, hä? Ich nehme mal Leo an die Spitze. Ich glaube, Leo ist da am ehesten. Warum werdet ihr gleich sehen? Willkommen in der Pokémon-Liga. Mein Name lautet Willi. Ich habe mich bei meinen Reisen um die Welt Tag und Nacht auf das Training dieser Psycho-Pokémon konzentriert. Und nun habe ich es endlich geschafft, unter die Top 4 zu kommen. Aber ich will auch viel stärker werden. Gegen dich verliere ich bestimmt nicht. Da denkt jemand, der ist ein ganz toller Typ. Der liebe Willi. Okay. Ich denke mal, die Top 4 werde ich schon irgendwie schaffen. Die Frage ist natürlich in der Sache, welche. Ja. Das sieht schon mal sehr gut aus. Welche. Oh, es fehlt mir das Wort nicht. Warte, Stoß. Welche. Oh, mir fällt gerade das Wort nicht ein. Opfer. Welche Opfer ich bringen muss. Genau, das war's. Den einen oder anderen Verlust gibt es bestimmt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich ohne ein einziges Pokémon zu verlieren, wow, da durchkomme. Okay, jetzt geht's schon los. Pokémon wechseln Rosana. Oh Gott. Jetzt muss ich wieder Entscheidungen treffen. Das mag ich jetzt nicht so. Voll Pokémon habe ich leider nicht. Ich habe, glaube ich, auch sonst nichts, was ich irgendwie da jetzt dagegen halten kann. Hä? Sheet. Sheet. Ich frage mich auch immer, warum das ausgerechnet jetzt Rosana ist. Muss das denn sein? Ich weiß halt auch gar nicht, kann ich jetzt. Ich weiß halt gar nicht, wie Käfer auf Psycho reagiert. Auf Eis meine ich. Bin gerade total unsicher. Ich mach einfach mal Ampelleuchte. Oh, bitte nicht. Nein, 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 nein. Oh, Scheiße. Warte erstmal, mach einfach weiter. In Hoffnung, dass. Oh Gott. Hör auf. Okay, das ist ja gut. Das macht nicht viel Schaden. Ich hoffe nur, dass die liebe Rosana jetzt keinen Shit rausholt. Okay, das wird jetzt, glaube ich, eine Top-Genesung. Ich will auf Nummer sicher gehen, wenn das nächste jetzt ein Volltreffer wird, dann haben wir ein Problem. Jetzt egal, ob es jetzt aufgewacht ist oder nicht. Okay, das wird auf jeden Fall eine Top-Genesung. Ich will nichts riskieren. Ich will versuchen, alle so weit wie möglich durchzubringen. Ja, das habe ich gar nicht gezeigt. Ich habe einen gekauft. Superheiler, Top-Trank und irgendwo, genau hier noch Top-Genesung. Nee, warte mal, brauche ich ja gar nicht mehr. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal einen. Ich kann noch irgendwo von aus 39. Habe ich mich gerade verguckt. Egal, ich nehme jetzt einfach diesen wunderschönen Hypertrank hier. Okay. Hypertrank wird eingesetzt. Sehr gut. Puh. Okay. KP von Leo wurden aufgefüllt. Sehr gut. Ach, das kann Willi natürlich auch, was ziemlich scheiße gerade ist. Okay, dann nochmal am Beleuchten. Vielleicht habe ich ja Glück und es wird ein Volltreffer. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Okay, es geht wieder dafür da auf. Genau. Ich mache jetzt nochmal und hoffe, dass sie keinen Tod. Das gibt's nicht. Warum macht die das? Oh mein Gott. Okay, nochmal einfach. Okay, danach muss jetzt wieder ein Top. Also muss überhaupt ein Top-Trank her. Aber das, was jetzt gerade so Probleme hat, nervt mich schon ein bisschen. Ich hätte auch einfach. Ja, lieber jetzt ein Top-Trank, weil halt, wenn jetzt ein Volltreffer kommt, ist unser lieber Freddy, sag ich schon, unser lieber Leo weg und das war ziemlich scheiße. Ja, deswegen lieber auf Nummer sicher und nichts verlieren. So, gut. Jetzt
das macht sie bestimmt noch mal. Schokolade hat nämlich auch nur 10 AP, also wird sie es auch nicht ewig durchziehen können. Da kann dann schon irgendwas dann. Ja, ich sieb kann sie eigentlich auch machen. Weiß nicht. Okay, dann beleuchte. Oh, das gibt's aber nicht. Wow. Ja, das war jetzt der Volltreffer, vor dem ich Angst hatte. Okay, shit. Gut, wir hoffen einfach mal das Beste. Und ja, das wird auf dem Fels ja erstmal ein Trank. Ich möchte weiterkämpfen und bitte einen Hypertrank-Flash einsetzen. Bin ich aber ein wenig Angst. Ja, Koko, weil da guckst du was, was da weiblich ist. Das nicht mehr reicht. Ein Hypertrank. Genau. Wie mir schätzt. Thanks. Lohnt sich sogar richtig schön. Oh Gott, das ist gerade ganz schlimm. Wir sind auf dem Level den überlegen, aber es ist halt nicht so leicht, ne? Jetzt fängt er wieder mit seiner Psychokinesen-Scheiße an hier. So, Ampelleuchte. Macht vierfachen Damage bei Pflanze und Psycho vom Typ. Das sieht nämlich denn sehr gut aus. Das soll für ein One-Hit werden. Ja! Sehr gut. Leo macht den Willi, glaube ich, im Alleingang. Das Einzige, womit er Probleme hat, ist halt Rosana, aber diese Dame haben wir ja aus dem Weg geräumt. Okay, Ladungsstoß würde es, glaube ich, tun. Ja, das sieht gut aus. Ein Stück haben wir das auch im One-Hit. Ja, okay, sehr gut. Es gibt halt natürlich schon auch Step drauf und das ist natürlich sehr geil. So. Leo erhält Erfahrungspunkte und noch ein Xatu, welches wir hoffentlich, wenn wir Glück haben. Das war cool. Psycho-Pokémon kämpfen bis zuletzt. Genau, das macht sie so gefährlich. Höhere Initiative als wir, aber wobei mit Step. Ja, wobei, nein, haben sie eh alle. Gut, und das dürfte die letzte Attacke sein. Okay. Gut. Sehr schöne Sache, das. Ich glaube. Okay, du magst mich besiegt haben, aber ich halte weiter an meinem Plan fest. Ich werde weiterkämpfen, bis ich besser bin als alle anderen Trainer. Bereite dich nur, schreit nun voran und lass dir vom Rest der Top 4 zeigen, wie gefährlich sie wirklich sind. Ja, okay, gut. Machen wir dann. Ja, machen wir mal, ne? Ist gut. So, das ist. Wer bist du denn nochmal? Ach, du bist Koga! Hey, du bist Koga, natürlich. Wie konnte ich? Ich habe ihn gerade nicht erkannt. Wieso bin ich jetzt einmal durchgegangen? So, ja, nochmal bitte einen Hypertrank auf Leo. Gut, dieser junge Herr, ich weiß gar nicht, ich weiß jetzt, dass er ein paar Käfer-Pokémon dabei hat. Aber auch Gift-Pokémon. Ich fange mal dieses Junge mal mit Charlie an. Und hoffe einfach mal das Beste. Ich bin mir nicht so ganz sicher, wie das was jetzt wieder bei rumkommt. Ich hoffe einfach. So, hallo. Ich bin Kurga von den Top 4, ein moderner Ninja. Mit herkömmlichen Kampfpraktiken würde ich mich nie zufrieden geben. Stattdessen ziehe ich es vor, Gegner zu verblüffen und dann zu vergiften. Nett. Oh, ein Motorradfahrer. Die gefürchteten Attacken meiner Pokémon sind äußerst anpassungsfähig. Ach, Kraft alleine macht doch kein gutes Pokémon. Und genau diese Lektion werde ich dir nun erteilen. Oh, wo ist er da? Der Koga! Und ja, eine sehr gute Entscheidung mit Charlie anzufangen, denn Charlie fliegt jetzt mal eine Runde, ne? Ein bisschen Angst. Oh, Gift hier, nice. Und einmal runtergeschmettert. Das ist ja, das ist ja häufig. Ich weiß jetzt nicht, wie stark Gift-Typ ist. Ich kann das gerade nicht. Oh Gott. Okay. So.
Was war das denn so? Oh, es war so klar. Es war so klar. Es war so klar. Oh, shit. Okay, mal gucken, wie viel Sondersensor abzieht, aber bestimmt nicht so viel wie fliegen. Das glaube ich jetzt mal direkt nicht wirklich. Sieht aber trotzdem gut aus. Ja, das kann man eigentlich auch nehmen, ne? Komm, nehmen wir das jetzt. Oh. Sehr gut, okay. Cool, Ach ja, du siehst. Jetzt kommt das nächste für später. Forstelka. Ach du Schande. Ach du Scheiße. Draco. Draco, das machst du. Please. Oh yeah. Ich weiß mal gerade gar nicht so recht, was jetzt da gut wäre. Ich denke mal, mit Erdkräfte kann man nicht viel falsch machen. Oh, Schutzschild. Natürlich! Das kann aber auch nicht ewig machen. Oh ja. Ich glaube, das war's mit ihm. Ich schaff's einfach mal. Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher, wie gut das jetzt hier ausgehen wird. Och nee, jetzt legt er ernsthaft Giftspitzen. Och, wie fies. Wie böse. Das finde ich nicht okay. Okay. Ja gut. Wolf da jetzt so weit gar nicht mal so scheiße, ne? Omot. Boah, ihr steckt mich vor Fragen. Die Frage ist. Oh Gottchen. Jetzt nicht hier entgegenzusetzen, oder? Was muss ich jetzt mal für Attacken? Nee, das kann ich nicht bringen. Das ist scheiße. Ich nehme jetzt einfach mal so mit, ja? Ich hoffe, dass jetzt kein Unglück passiert. Was ziemlich. Ach ja, klar, das habe ich jetzt gerade völlig vergessen. Nice. Dann nehmen wir einfach mal die Psychokinese und hoffen, dass das Beste jetzt dabei rumkommt, ne? Oh, es macht auch Psychokinese. Ich hab gerade. Ja, jetzt nochmal bitte in die andere Richtung, was hoffentlich ein ganz klein wenig besser ausgehen wird. Das sieht schon mal gut aus, oder? Gut. Natürlich wird sie durch Gift verletzt. Was kommt als nächstes? Slimer! Da wechseln wir mal zu Drago. Ich weiß gar nicht, ob Gift-Pokémon vergiftet werden können. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, jetzt geht es nicht mehr. Aber damals war das schon eventuell möglich. Ach nee, die Giftingstacheln sind auch noch verschwunden. Sehr schön. So, Abkräfte einfach mal. Wir müssen aufpassen, denn dieses Slimer kann, glaube ich, eine verdammt starke Attacke. Deswegen wäre es cool, wenn wir das möglichst schnell. Ja! Kriegen halt. Sehr gut. Ja. Es ist das X-Bad. Ich möchte wechseln auf Leo. Okay, das. Ich habe jetzt. Ich denke mal nicht, dass bei X-Bad jetzt auch irgendwas Schönes passieren wird. Ich bin froh, dass wir jetzt Koga auch geschafft haben. Wobei, das darf ich lieber nicht sagen. Hochmut kommt vor dem Fall. Wir machen das erstmal. Noch eins. Moha! Ja, das war deine Trumpfkarte. Na, das wird mir ja sehen mit einem Ladungsgitter. Na, das sieht ja gut aus. Komm, und jetzt Slap und doppelter Schaden, ein Shit und das könnte gut sein. Das ist gut. Sehr schön. Das wäre dann ja mal auch erledigt. Sehr gut. Gut. Das ist gut. Leo Rechte Level 51. Versucht Licht. Nein. Ich brauche kein Lichtschild. So, alles klar. Spieler besiegt Koga. Ah, das ist das würdige Wesen. Wow, fetter Batzen Geld. Okay, ich habe mein gesamtes Arsenal an dir verpulvert, aber trotzdem verloren. Ich muss meinem Training in Zukunft mit sehr viel mehr Hinwendung nachgehen.
Betritt nun den nächsten Raum und stelle dein Können weiter auf die Probe. Okay, Vergiftungen. Kümmern wir uns mal lieber rum. War ja klar. Wir kommen ohne Vergiftung an einige nicht vorbei. Okay, es ist nur Cynthia zum Glück. So, und jetzt gehe ich ja mal immer drüber mit meinen... Och, wie heißen sie denn? Wo sind sie denn, die kleinen Scheißer? Die Hypertränke, ne? So, okay, nehmen wir die mal. Ja, gehen wir ja einmal drüber. Mal richtig schön dekadent. 30 KP mit Hypertränken heilen. Schon ein bisschen übertrieben, oder? Aber man will auf Nummer sicher gehen. Ich will ja hier niemanden verlieren, ne? Ja, sonst würde ich das nie machen bei den normalen Playthrough, ne? Aber das hier sind schon besondere Dinge. Okay. Alles klar, dann würde ich mal sagen, ciao, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt für mich, Let's Play Pokémon Heart Golden Assault Challenge. Bye.